Einen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Ja, das ist jetzt ein merkwürdiges Gefühl. Ich stehe heute Morgen hier ganz alleine in der evangelischen Kirche in Östringen und begrüße Menschen, die jetzt diesen Video anschauen. Herzlich willkommen all denen, die das geschafft haben. Wir feiern diesen Gottesdienst an diesem Sonntag Judica und haben eine Überschrift über diesen Sonntag, die nachdenklich macht: Das Lamm Gottes. Ich muss da an ein Kirchenfenster denken, das ich in manchen Kirchen schon gesehen habe. Da sieht man ein Lamm und das trägt einen Stab mit einer Fahne dran, auf dem ein Kreuz ist. Was hat dieses Lamm für eine Bedeutung? Vielleicht kennen Sie die alte Geschichte des Volkes Israel. Verzweifelt waren sie. Sie saßen in Ägypten. Und an diesem einen Abend, da gab es Kontaktsperre. Gott hat nämlich gesagt: Ich führe euch heraus. Ich weiß den Weg. Ich habe die Macht. Und sie sollten sich treffen in ihren Häusern, sollten das Passahlamm schlachten und das Blut außen an die Türpfosten anbringen. Das war das Zeichen, das sie gerettet hat, denn in dieser Nacht schickte Gott den Engel des Todes und in jedem Haus, an dem dieses Zeichen fehlte, musste der Erstgeborene sterben. Es war die Nacht der Befreiung und so hat Israel dieses zu einem Fest gemacht. Doch unser Gott kann helfen, er kann befreien, er hält, was er verspricht. Viel später nimmt Jesus nun dieses Passafest auf. Er sagt: Ich bin dieses Lamm. Ich bin dieses Lamm, das geschlachtet wird. Mein Blut, das wird euch retten, das dort vergossen wird an dem Kreuz. Und so ist das eine tolle Überschrift über diesen Sonntag Judica heute, den wir als Gottesdienst miteinander feiern. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass Sie jetzt zu Hause gerne das Textblatt und Liedblatt, das ich vorab weitergegeben habe über unsere Internetseite, benutzen dürfen. Singen Sie ruhig laut mit. Wenn es brummt oder wenn Sie falsch liegen mit den Tönen, überhaupt kein Problem. Es geht darum, dass wir einsteigen in diese Begegnung, die Gott jetzt in diesem Gottesdienst schenken möge. Und nun lassen Sie uns beginnen. Auch an diesem herrlichen Sonntagmorgen mit einem Lied 334 in unserem Gesangbuch. Danke für diesen guten Morgen. Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Wir beten miteinander Worte des Psalms 43 und sprechen gemeinsam. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke, warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Lieber Vater im Himmel, danke für die Zeit, heute Morgen Gottesdienst zu feiern. Danke für diese Momente der Stille, aber auch des Singens, für die Zeit zum Gebet und dafür, dass du in diesen schwierigen Tagen nicht an uns vorübergehst. Du hast ein Herz für uns, und wenn du uns anrührst, dann lass es uns merken. Und wenn ein Satz uns gilt, dann lass ihn uns heute Morgen hören. Wende dich nicht ab, weil wir so voll sind mit anderen, weil wir Dinge getan haben, die du Schuld und Sünde nennst. Wende dich uns zu. Ja, wende dich uns wieder zu. Wir wissen ja nicht, wer uns sonst helfen sollte. Darum rufen wir dich an, Herr, erbarme dich über uns, Kyrie eleison. Des Propheten Jesaja aus dem Kapitel 53, die Verse 4 und 5. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Wir singen jetzt das Lied Leben aus der Quelle. Leben aus der Quelle des Lebens, und du erfährst mich.
Lasst uns miteinander beten. Barmherziger Vater, die Quelle finden, aus der man schöpfen kann, alles, was man zum Leben braucht, alles, was die Seele satt macht, die Quelle, aus der man immer schöpfen kann, weil sie nie versiegt, diese Quelle bist du. Am Anfang der Welt, da warst du da. Jesus wurde geboren, du hast uns besucht. Und jetzt in diesen schwierigen Tagen, da bist du immer noch der, der regiert und herrscht. Ja, mehr noch, der jetzt zur Quelle wird, damit wir bekommen, was wir so nötig haben, dass wir das Leben gewinnen und das ewige Leben. Wir loben dich, der du mit unserem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Als Schriftlesung an diesem Sonntag Judika lese ich aus dem Markus-Evangelium aus dem 10. Kapitel die Verse 35 folgende. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden, will er sich denn selbst töten, dass er sagt, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Da fragten sie ihn, wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen, zuerst das, was ich euch auch sage. Ich habe viel von euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir, er lässt mich nicht allein, denn ich tue allezeit, was ihm gefällt. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Amen. Jetzt singen wir miteinander das Lied, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, der dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst den Leiten und dem wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst den Leiten der Weg und die Wahrheit und das Leben, der dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Leben. Du willst den Leiten und dem wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst den Leiten Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigttext des heutigen Sonntags Judika. In der zweiten Predigtreihe, in der wir jetzt gerade sind, ist es ein Abschnitt aus dem Hebräerbrief im 13. Kapitel, die Verse 12 bis 14. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Herr Jesus Christus, dein Wort geht in unsere Zeit, sucht die Menschen, die offen dafür sind, rüttelt auf und hat uns so viel zu geben. Wir bitten dich, dass dein Wort lebendig wird unter uns. Schicke deinen Heiligen Geist, dass wir empfangen, was du dir jetzt für uns gedacht hast. Segne jeden Einzelnen, der dein Wort hört, dass er nicht nur Hörer bleibt, sondern danach tut. Amen. Es war nur ein kleiner Zweizeiler unter der Flut der Corona-Nachrichten. Der ließ mich aufhorchen. Der Tenor dieses kleinen Zweizeilers war: Mit Beginn der Krise in Deutschland sei ein Rückgang von Kirchenaustritten zu verzeichnen. Ob die Meldung stimmt, weiß ich nicht. Medien. Aber spontan dachte ich, aha, beginnt jetzt vielleicht ein neues, ein tieferes Nachdenken darüber, was Leben ausmacht? Denn allenthalben höre ich so zwischen den Zeilen der täglichen Schreckensnachrichten ein neues Credo. Kontaktsperre, wie soll ich denn das aushalten? Aber halt, jetzt muss ich mich mehr auf mich besinnen. Leben kann jetzt entschleunigt werden. Und Leben entschleunigen, darüber denke ich jetzt nach. Denke ich wieder nach, ich habe ja auch mehr Zeit. Und wenn wir miteinander jetzt mehr Zeit haben, darüber nachzudenken, was uns trägt, was uns ausmacht, wohin das eigentlich alles mit uns noch gehen wird, welche Antworten kommen denn da? Mir ist da klar geworden, Kirche und Glaube, solange wurden beide schnell und gründlich beiseite geschoben, braucht man doch nicht, jedenfalls nicht so dringend. Unser Alltag bis Corona
hatte da ein anderes Vorzeichen. Alles kam darauf an, schnell, 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 alles unter einen Hut zu bringen, Karriere und Familie und Vergnügen, atemlos durch die Nacht zu hetzen, bloß nichts verpassen, alles mitnehmen, was am Rand lag. Und nun diese Meldung, Kirchenaustritte, gehen zurück, Corona-bedingt. Weißt du, da habe ich gedacht, ob Glaube jetzt eine neue Chance bekommt, der Glaube an Gott? Wir müssen den Glauben wieder in die Mitte unseres Lebens holen, in die Mitte unseres Alltags. Doch, genau das meine ich. Und zwar genau jetzt, in diesen Tagen. Bin auf diesen Gedanken gekommen, weil der Predigttext da eine Andeutung macht. Ich lese noch einmal den ersten Vers des Hebräerbriefes, Kapitel 13. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Du kennst seine Geschichte, oder? Die Geschichte von Jesus, den man draußen vor den Toren der Stadt Jerusalem auf einem Hügel öffentlich hinrichtete? Ja, da draußen vor dem Tor geschah das nicht auf einem der Plätze der weltberühmten Stadt Jerusalem in Israel. Drinnen in der Stadt war kein Platz für Gott. Hier in der Stadt, da pulsiert das Leben, bei Tag und Nacht Alltagsleben, buntes Leben. Naja, es gibt viele Sendungen, die von diesem pulsierenden Leben berichten. TV Now, Berlin bei Tag und Nacht zum Beispiel. Oder du kennst es, so wie es in Großstädten ist. Menschenmassen, die unterwegs sind nach dem Glück des Lebens, nach der Sonnenseite, nach dem Lachen. Mitten in der Stadt, Gott? Nee, da passt Jesus nicht dazu, dieser Jesus, der alle Etikette der Religion brach, der fromme Vorschriften missachtete, so wie manche Leute jetzt einfach immer noch Corona-Partys feiern. Es ist so, wie ein Markenzeichen von Jesus ergab Anstoß, und das nicht nur einmal. In den Jahren, in denen er Land und Leute auf seinen Reisen quer durch Israel kennenlernte. Und immer mehr wurde Jesus zum Reizthema. An ihm entzündete sich Streit und Ärger und dann die Wut. Bis hin zu dem radikalen Entschluss, jetzt ist genug, er muss weg. Zur Not eben mit Gewalt. Und dann sprang der Funke über. Es klappt. Ein Kronzeuge aus dem inneren Kreis seiner eigenen vertrauten Jünger tritt gegen ihn auf, dann ein juristisch höchst zweifelhafter Prozess, ein Todesurteil. Und weil er, der Jesus von Nazareth, eben nicht in das Leben dieser Menschen passte, stieß man ihn aus, hängte ihn auf, hängte ihn ans Kreuz, aber eben draußen, draußen vor der Stadt. Die Menschen damals waren fertig mit Jesus. Du musst weg, raus aus unserem Leben. Sie waren einer Meinung. Die Leute von der Straße, der Römer in seiner Richterrobe Pontius Pilatus, der es sogar bis in unser Glaubensbekenntnis geschafft hat, und auch die Spitzenfunktionäre der jüdischen Kirchenoberen. Und nun hängt er draußen am Kreuz, Jesus. Ja, er atmet noch stoßweise und dann stirbt er. Keiner begreift, was hier gespielt wird, draußen vor der Stadt, abseits vom pulsierenden Leben, jenseits vom Alltagsvergnügen und dem Festbetrieb vor dem großen jüdischen Staatsfest der Passafeier. Keiner versteht, dass man Gott da draußen ans Kreuz gehängt hat. Keiner begreift, dass man damit Gott aus dem Leben verdrängt hat. Die Menschen waren damals fertig mit Jesus, aber Jesus war noch nicht fertig mit den Menschen. Was ein Glück! Lies mal genau diesen Vers 10. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Als sein Blut fließt, ist das mehr als nur die Folge brutaler Folter. Als sein Blut fließt, geschieht es freiwillig, gerne, als Opfer, als Sühne, als Bezahlung. Das Leben des Jesus von Nazareth, das er damals am Kreuz aushauchte, brachte etwas mit sich.
Denn in diesem Moment erkaufte Jesus Vergebung, Versöhnung mit Gott. Jesus war mit den Menschen nicht fertig, weil er sie liebt. Liebst du? Liebst du einen Menschen? Vielleicht deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern? Wenn du wirklich liebst, dann bringst du auch Opfer. Ja, Liebe kostet, aber sie ist es dir doch wert. Du zahlst gerne. So zahlt Jesus am Kreuz, gerne, aus Liebe. Er weiß es doch so genau, ohne Versöhnung mit Gott wird Leben nie gelingen. Da bleibt am Schluss des Lebens ein Rest, aber ein furchtbarer Rest, ein Schuldenberg. Gelebte Tage, gelebte Jahre, ohne Gott, den man draußen lassen will. Das ist wie Leben auf Kredit. Ich nehme mir, was mir gefällt und ich tue, was ich gut finde. Dieser erste Vers unseres Predigttextes ist eine Andeutung von dem unheilvollen Leben, dem Leben ohne Gott, dem nach draußen abgeschobenen Gott. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. Heilige, hast du es gehört? Jesus will heil machen, will Leben zu einem vollen Gewinn machen, deins und meins. Aber das geht eben nur, wenn man sich ihm anschließt, wenn man ihn nicht draußen lässt aus dem Leben, ausgesperrt vom Alltag. Einen Gott, der drin bei uns ist, das brauchen wir jetzt in diesen Tagen. Wir brauchen diesen neuen Gedanken, dass Gott mit uns nicht fertig ist. Es hat mich sehr beschäftigt, dass Hermann Winkert aus Erfurt, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter eines Meinungsforschungsinstituts, ganz laut einen Vorwurf gemacht hat. Warum schweigen die Kirchen? Er begründet seinen Vorwurf so und sagt: Von wem würde ich in diesen Tagen gerne noch mehr hören würden? Von den Theologen und Seelsorgern. Letztlich sind es die existenziellen Fragen, die uns beschäftigen. Bis zum Tod unseres Nächsten und aus unserem eigenen Tod. Was wir aus dem Alltag gerne verdrängen und in die ferne Zukunft verschieben, das ist auf einmal ganz nah. Verstehst du, er hat recht. Wir verdrängen Gott, aber jetzt brauchen wir ihn ganz neu. Und das ist die gute Nachricht dieses kleinen Sätzleins aus dem Hebräerbrief. Jesus stirbt, damit Gott auf unsere Seite kommt. Jesus stirbt, damit Gott uns Freund wird. Jesus ist mit uns noch nicht fertig. Oh, ich weiß einiges von Jesus und ich weiß, dass er das kann. Weißt du, dass Jesus Krisenmanager war, bevor er ans Kreuz gehängt wurde? Menschen kamen zu ihm in ihrer Krankheitskrise und er heilte sie. Menschen kamen zu ihm in ihrer Sinnkrise und er forderte sie auf, folge mir nach. Und dann diese absolute Krisenstimmung, als seine Mama, seine Freunde, seine Fans schon einen Haken hinter sein Leben machen wollten. Er liegt doch dort im Grab, dachten sie. Und da bewies er, dass er mit dieser Krise auch fertig wird, dass der Tod keine Kraft hat, ihn festzuhalten. Es steckt so viel drin, dass Jesus mit uns noch nicht fertig ist. Davon hat Jesus zeitlebens geredet, dass es Sinn macht, in der Krise sich an ihn zu wenden. Und das ist für mich der Hoffnungssatz. Ich hätte so gerne, dass Jesus jetzt unser Krisenmanager ist. Wie das geht? Ich weiß nicht, was du deinen Gebeten zutraust. Passiert da wirklich was? Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus lebt. Und wenn du jetzt mit ihm redest, dann wird es klar, dass er von deiner Krise hört, dass Beten sich lohnt. Und dazu möchte ich dich einladen. Falte die Hände oder werde einfach still.
Erzähl ihm von der Krise, wie du sie jetzt erlebst in diesen Tagen. Er ist Krisenmanager. Er ist mit uns noch nicht fertig. Ich möchte dich einladen, es auszuprobieren. Denn nur wenn du es ausprobierst, dann kannst du etwas über das Ergebnis sagen. Ich weiß, wenn ich das so sage, das provoziert. Aber ich möchte eines, dass wir Gott nicht draußen lassen. Nicht draußen, nicht außerhalb dieser Tage, die uns so extrem herausfordern. Amen. Wir singen jetzt miteinander das nächste Lied. Lasst uns jetzt miteinander beten. Jesus Christus, unser Herr, in diesen Tagen wird wieder mehr mit dir geredet als sonst. Wir werden dazu aufgefordert, ganz verschiedene Leute rufen zum Gebet, nicht nur Ministerpräsident Söder oder die Bild-Zeitung, die getitelt hat,
jetzt hilft nur noch beten. Herr Jesus Christus, wir kommen vor dich in unserem Gottesdienst, weil wir das wissen, dass du der beste Krisenmanager bist, den man sich vorstellen kann. Wir bitten zuerst für alle, die jetzt in dieser Krise Angst bekommen haben. Angst davor, sich anzustecken. Angst davor, dass die Krankheit einen schweren Verlauf nimmt. Angst, weil jetzt Leben plötzlich zu Ende gehen kann. Und wenn nicht das eigene, dann das vielleicht von den Menschen, die mir wichtig sind. Wir bitten dich, verwandle unsere Angst in die Gewissheit, dass alles, was geschieht, in deiner Hand liegt. Danke, dass du unsere Ängste verstehst. Wir bitten heute Morgen aber auch für alle, die jetzt zunehmend die Folgen dieser Krise zu spüren bekommen. Wir beten für Menschen, die vereinsamen, für Menschen, die um ihren Arbeitsplatz fürchten, für Menschen, die politische Verantwortung tragen und extrem gefordert sind, kluge und weise zu entscheiden. Schütze du all die Menschen, die sich dem Risiko täglich aussetzen müssen, selber zu erkranken, wie Ärzte und Pflegepersonal, aber auch der Busfahrer und alle, die an einer Kasse sitzen. Herr, du kannst jetzt Weisheit und Verstand geben, wie unser Leben, unser Alltag gestaltet werden muss, damit wir uns nicht in uns selbst verlieren, sondern Leben gewinnen. Herr, wir bitten schließlich für alle, die jetzt mehr als je zuvor nach dem Sinn des Lebens fragen. Du bist lebendig, du siehst sie, wie sie in ihren Fragen hin und her geworfen sind. Ach, Herr Jesus Christus, gib ihnen Antwort. Lass sie zum Glauben finden, lass sie zum Glauben an dich zurückfinden. Alleine du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und höre, Herr, jetzt auch, wenn wir in der Stille einen Moment weiter beten, dort, wo wir gerade sind. Höre unser Anliegen oder was auch immer wir dir jetzt in dieser kurzen Stille sagen. Lasst uns gemeinsam weiterbeten, wie es uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Auch zum Schluss wollen wir jetzt nochmal miteinander singen aus dem Gesangbuch, die Nummer 168, die Verse 4 und 6, wenn wir jetzt weitergehen. Verse 4 und 6 von dem Lied 168. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir
Ende dieses Online-Gottesdienstes möchte ich sehr herzlich Frau Leis an der Orgel danken. Sie sitzt weit entfernt von mir oben auf der Orgelbank. Vielen Dank, Frau Leis, dass Sie heute hier mitgewirkt haben. Hinweisen darf ich am Ende unseres Gottesdienstes auf die Internetseite unserer Kirchengemeinde mit den neuen Angeboten, die wir uns überlegt haben für Menschen unserer Gemeinde. Zum Beispiel das Kontakttelefon für alle informelle Fragen: Was macht ihr denn jetzt in der Krise als Kirchengemeinde? Aber eben auch zum Beispiel die Möglichkeit anzubieten, mal mit jemand zu schwätzen, wenn man es braucht. Oder dann die neue Telefonnummer, unter der man jetzt zweimal wöchentlich eine kurze Telefonandacht hören kann. Die Internetseite bietet zum Beispiel auch den Hinweis: Unser Jugendkreis kommt zu euch nach Hause. Was, feiern die Corona-Party? Nein, aber bitte mal auf die Internetseite schauen. Unser Jugendkreis hat sich da was Tolles überlegt. Und dann natürlich möchte ich noch den Hinweis geben, dass in einer Woche erneut ein Online-Gottesdienst stattfindet, diesmal aus der Odenheimer Dankeskirche. Unser Gottesdienst wird auf YouTube übertragen und das bietet eine tolle Möglichkeit, dieses Video zu kommentieren. Tun Sie das! Auch wenn Sie heute Morgen nicht hier in der Kirche waren, wir sind zusammen Gemeinde und da gehört Ihre Meinung zu diesem Gottesdienstangebot dazu. Wir nehmen gerne Impulse auf, wenn wir sie umsetzen können. Ich bin gespannt, von Ihnen zu hören. Es wäre toll. Wir wollen unseren Gottesdienst jetzt beschließen mit dem Wochenspruch, der uns begleiten soll, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.